Rund um Erz. Nehmen wir wieder mit. Und ich finde immer noch, wenn er auf der Erzader rumhackt, sieht es aus, als ob er sie streicheln wollte. Also er holt ja kaum aus und macht nur so Block, Block. Oh, wir haben einen Amethyst gefunden. Coole Sache. Und es sieht fast so aus, als ob ich mit meiner Vermutung recht hätte, dass es irgendwo hinter dem Wasserfall weitergeht oder eben hier irgendwo. Aber hier waren wir ja schon. Hier gibt es auch nicht zu drücken. Jetzt die Frage, kann ich denn, also schwimmen kann ich ja. Aber ich schaue vorher mal noch kurz. Na, eigentlich wollte ich da hochschauen. Na, komme ich da nicht hoch? Na, bitte, bitte, bitte. Ah, hier ist noch ein Draugr, der zwei Gold dabei hat. Hat sich ja voll gelohnt. Da bin ich mal gespannt. Hinterm Wasserfall. War fast klar. So. Ein Draugr, der gerade erwacht, ist natürlich kein Problem für uns. Was haben wir denn hier? Ein orkisches Schwert. Nö. Dafür haben wir eine schöne Truhe. Da haben wir Stahlpfeile drin. Amethyst. Gold, Zaubertrank, Lederstiefel, Pelzschild. Aber kein Horn von Jürgen Windrufer. Hm. Hm. Was machen wir denn jetzt? Gut, ich glaube, wir haben ja noch nicht alle Wege erschöpft, die es gibt. Deswegen gehen wir hier gleich mal wieder raus. Und schauen doch einfach nochmal. Also da vorne müsste es sein irgendwo. Tja. Nur, wie kommen wir denn da hin? Hier scheint es keinen Weg zu geben. Da oben ist auf jeden Fall auch noch was. Ah, vielleicht über diese Brücke, hm? Das wäre doch vielleicht eine Idee. Müssen wir nur zu der Brücke hinkommen. Und es ist die Frage im Moment, wie wir denn da hinkommen. Aber ich glaube, ich habe da so eine kleine Idee. Gehen wir erstmal hier hoch. Und dann wenden wir uns hier mal nach links ein bisschen. Und, ach sehr. Ja, die Brücke hatten wir ja vorhin schon mal im Visier. Nur habe ich da gesagt, oh, ich hätte gerne einen freien Rücken, deswegen gehe ich da jetzt mal noch nicht rüber. Aber jetzt gehen wir dann gleich rüber, nachdem ich gespeichert habe. Da bin ich mal gespannt, was für Skelette und Draugr uns dann da erwarten. Wahrscheinlich mehr als genug. Hm. Okay. Okay, Lydia, das war ein sauberer Schlag. Ich danke dir dafür. Und stecke voller Dank die Nachpfeile ein. Ansonsten scheint es hier oben nicht allzu viele Gegner zu geben. Um nicht zu sagen, keinen mehr. Dafür hat es einen Zaubertrank. Ein bisschen Gold. Und noch ein bisschen Gold. Und das war's dann auch schon. Das heißt, unser Weg führt uns auf jeden Fall da unten durch. Also, ich kam hier in die Nähe. Der und der und der. Okay, wenn ich jetzt da wieder hingehe,
Augen jetzt hier in die Mitte stelle, gehen sie alle wieder zu. Müsst also wahrscheinlich irgendwas finden, was diese Dinge offen hält, aber da sind ja Zeichnungen drauf. So, den einmal angeschrien. Mal schauen, ob der offen bleibt. Nein. Wenn ich ihn so anschreie, passiert auch nichts. Wenn ich hier hingehe. Also ich kann noch nicht wieder schreien, aber gleich kann ich wieder schreien. Und zwar jetzt. So. Der bleibt bis jetzt mal an. Jetzt gehe ich mal, hoffe ich, dass der auch an bleibt. Und gehe dann mal zum dritten gleich hin. Und werde ihn auch gleich anschreien. Und angeschrien. Aber er geht, also das Anschreien bringt wohl nichts. Okay, hier muss man dann wohl rennen. Na, entweder war ich zu langsam. So, die zwei sind jetzt mal an. So, jetzt können wir dann versuchen, mit einem beherzten Sprint zum am dritten Stein vorbei. Ja, ist gut. Folge mir einfach, Lydia, ja? Also am dritten Stein vorbei. Und dann werden wir mal schauen, ob das klappt. Mist. So, wenn ich da hingehe, dann leuchtet er nicht mehr. Er geht zu... Ein kleiner Schritt nach hinten und es geht. So, diese Position bitte merken. Lydia, gehen wir mal aus dem Weg. So, du bist... Hallo? Gehst du vielleicht an? Oder zuerst du, dann... So, du bist an. Hallo, gehst du bitte an, ja? Habe ich deren Energie verbraucht oder was? Muss ich vielleicht mit dem Schrei aufladen? Kann aber eigentlich nicht sein. Wenn werde ich jetzt nochmal kurz speichern. Gehen wir erstmal nochmal ganz weg. So. Jetzt gehen wir da langsam hin. Ich könnte eigentlich auch direkt mal versuchen, direkt durch die Mitte durchzusprinten. Könnte doch vielleicht was bringen. Schauen wir mal. Also entweder bin ich... Ne? Ach, das war Lydia reden. Okay. Okay. Ich glaube, ich hab's... Das Rätsel Lösung, und zwar Magie. Ich kann ja ein bisschen rumschreien, und zwar nehme ich mal den Wirbelwind-Sprint. So. Jetzt gehen wir da nämlich hin. Haben zwei Stück geöffnet. Und ja, jetzt wird's interessant. Bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. So, und einmal Sprint. Schrei zu spät ausgelöst. Ach, Lydia, hau doch, geht mal aus dem Weg. Herrgott, sag Frau. So, jetzt ist er hinter mir. So, schauen wir mal. Erstmal die Fingerchen auf der Tastatur richten. Na, wieder zu spät.
Tja. So, Lydia, komm mal wieder mit. Weit, weit weg. So, jetzt bin ich schon mal hinterm zweiten Tor und kann diese Kette aktivieren. Dann geht eins auf. Was habe ich jetzt gedrückt? Geht das hier auf? Wenn ich die Kette auch aktiviere. Wenn ich diese Kette aktiviere, geht nur das auf. Und geht auch gleich wieder zu. Okay, das heißt. Das heißt, ich müsste es quasi auf einmal durchschaffen. Lydia, geh mir aus dem Weg. Okay, das wird wohl jetzt etwas dauern, bis ich da durchkomme. Vor allem, wenn mir Lydia ständig im Weg steht. Ich gebe euch Deckung. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Ah, okay, du bist im Befehlsmodus. Um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis der Befehl erscheint und drücke A, um den Befehl zu erteilen. Um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke ESC. Okay. Drücken wir mal A. Vielleicht zurück. Was braucht ihr? Okay, weißt du was? Wartet doch mal hier. Braucht ihr mich noch? Ist die Frage. Nein, sie aktiviert dieses Zeug natürlich nicht. Ich bin direkt hinter euch. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Warte dort. Gut, verstanden. Warum rennst du jetzt... Lydia? Ja. Sonst noch etwas? Okay, du kommst wir also wieder mit mir da. Mit. Gut, okay, sehr ihr schön. Geht vor. Also, ich folge. Das ist... So. Ich würde also von hier reinsprinten und dann diesen Wirbelwind-Sprint machen. Ich hoffe, es klappt vielleicht irgendwann mal. Also entweder mache ich das zu spät. So, Lydia, komm mal hier außen rum bitte. Damit du mir nicht im Weg stehst. Und dann versuche ich es jetzt nochmal. Und hoffe, diesmal klappt's dann. Na, immer ein klein bisschen zu spät. Das Tor ist zwar noch offen, aber ich komme nicht durch. Oder habe ich hier oben irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, ich hätte wahrscheinlich die richtige Lösung gefunden. Ja, ich glaube, ich muss da wirklich durchsprinten. Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment gerade nicht. Und ich kann ja aber immer nur die Tore aufmachen, die hinter mir liegen. So, ich meine, ich kann noch einen Schritt zurückgehen. So. Speichern wir hier jetzt nochmal ab, damit wir nicht immer wieder neu hingehen müssen. So, diesmal jetzt etwas früher. Ich bin tatsächlich durch. Ha, sehr schön. Da ist wieder so eine Baumstammfalle. Okay, ich würde sagen, ich speichere gleich nochmal ab. Auf den gleichen Spielstand. Und gehe einfach mal nach vorne.
Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Eine mumifizierte Leiche, die ist leer. Okay, also scheint wohl etwas älter zu sein, dieses Spinnennetz. Na nun, noch eine mumifizierte Leiche, die ebenfalls leer ist. Da bin ich mal schwerst gespannt, was uns denn jetzt... Ach, lauter Feuerplatten. Juhu. Nicht verbrennen, Lydia, bitte. Ja, sieht aus, als ob es hier eine Spinne gäbe. Und erstaunlich viel Feuer. Ich bin mal gespannt. Okay, hopp. Und einmal hier drüber gehüpft. Also es sind ja dann wesentlich keine großartigen Gegner zu erwarten. Da vorne ist eine Spinne. Vielleicht kriege ich... Ne? Vielleicht kriege ich hier dazu, dass sie... Zwei Spinnen. Vielleicht kriege ich hier dazu, dass sie hier auf diese heißen Platten gehen. Sie haben mich auf jeden Fall gesehen. Na, ich bin echt mal gespannt, ob die auch verbrennen. Würde ja nicht sterben, bitte. Komm doch von den Platten runter. Komm doch von den Platten runter, dummes Weib. Ah, du bist ja halb tot. Regenerierst du schnell. Das ist immerhin doch schon mal etwas. So, die eine Spinne ist schon mal geröstet. Finde ich gut. Das heißt, ich werde hier gleich nochmal speichern. Und den Rest des Ustengrabes schauen wir uns dann am besten in der nächsten Folge an. Also die Spinne entdeckt mich jetzt gleich, während ich hier noch kurz abmoderiere. Also den Rest schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und ich hoffe, dass wir dann auch finden, was wir suchen. Und dass wir vielleicht mal wieder auf Boden kommen, der nicht ganz so heiß ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir denn den Rest des Ustengrabes erforschen und hoffentlich Jürgen Windrufers Horn endlich finden. Und da haben wir, glaube ich, auch noch einen Gang, den wir noch nicht erforscht haben, wenn ich es gerade richtig weiß. Bin mir aber natürlich schon nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall werden wir das alles dann in der nächsten Folge sehen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn!